Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Reisevlog, heute aus Finnland, genauer gesagt aus Kotka. Ich habe mich hier auf der AIDA jetzt zwar nochmal zurückgezogen, so einen kleinen Konferenzraum ist das hier, um mal in Ruhe dieses Video hier aufzunehmen, weil rundum jetzt einfach im Grunde genommen viel Action ist. Wir sind gerade dabei, schon den Hafen wieder zu verlassen. Die AIDA ist übrigens zum ersten Mal in Kotka eingelaufen. Das gab wohl hier heute auch einen etwas größeren Presserummel und beim Auslaufen. Ich hatte die Kamera leider nicht greifbar, weil wir gerade im Restaurant gehockt haben. Standen so die Mitarbeiter von der Presse, vom Zoll, keine Ahnung, und haben mit finnischen Fahnen gewunken und geweht. Und ja, das scheint hier so ein bisschen auch eine Ehre für Kotka zu sein, dass ein Kreuzfahrtschiff hier einläuft. Also das war so der Eindruck. Und ja, zu Kotka. Kotka ist ein kleines Hafenstädtchen, mit wohl eins der wichtigsten von Finnland. Wir sind von Bord und ihr seht auch gleich ein paar Impressionen von Kotka. Wir sind ein bisschen rumgelaufen in dem Städtchen. Das Städtchen direkt hat mich jetzt nicht unbedingt begeistert. Wir haben da jetzt nicht so malerische finnische Häuschen oder sowas entdeckt. Vielleicht gibt es das dort, aber wir haben es heute in der Kürze der Zeit einfach nicht entdeckt. Was wir aber entdeckt haben, und das passt dann wiederum auch besser zu mir, war ein wunderschöner Park mit einer Wasseranlage, mit einem Wasserfall. Und als wir so die Straßen von Kotka verlassen hatten und in diesen Park reingekommen sind, da haben wir alle vier gleich mal aufgeatmet. Man hat sofort wieder eine andere Energie gemerkt. Wir sind auch ein bisschen an letzte Woche, wo wir im Wald unterwegs waren, erinnert worden. Das war einfach schön, so diese Energie nochmal wahrzunehmen, ein bisschen aufzutanken, da ein bisschen rumzulaufen und das alles so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und dann sind wir nochmal zurück zu unserem Punkt mitten in der Stadt Kotka. Gab es einen Shuttlebus, der uns, wie gesagt, von der AIDA in die Stadt gebracht hat und wieder zurück, und haben dann so heute den restlichen Tag auch auf der AIDA verbracht. Ich blende euch jetzt mal noch ein paar Impressionen aus Kotka ein, und ja, was ich euch auch noch einblende, als ich auf dem Weg hierher war, um mir so ein ruhiges Plätzchen zu suchen, um das Video jetzt hier für euch zu drehen, bin ich am Theatrium vorbeigekommen. Da gibt es jeden Tag auch unter anderem verschiedene Veranstaltungen, aber auch Theateraufführungen. Und da lief gerade Sissi. Wobei die Crew, das kenne ich von einer früheren AIDA-Reise auch, die machen da immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Also die wandeln Musicals dann ab, so ein bisschen mit eigenen Ideen, sodass das nochmal was ganz Individuelles hat. Also vom Ausflugsprogramm her und vom Unterhaltungsprogramm hier auf der AIDA ist wirklich für jeden was dabei. Man kann fast rund um die Uhr schlemmen und sich richtig gut gehen lassen. Und sie haben ganz viele Angebote einfach auch, was man alles nutzen kann. Sei es Musicals, sei es Tanzkurse, sei es Volleyball, sei es Dartspiele, Bingo, Shuffleboard. So an Sportprogramm einfach. Was fällt mir noch ein? Ach ja, sie haben auch Flitterabende oder so nennen sie das, wo frisch Verliebte oder auch schon lange Verliebte und Vermählte sich treffen und beisammen sein können. Vielleicht gibt es auch noch ein Unterhaltungsprogramm. Vielleicht ergibt sich noch, dass mein Mann und ich mal hingehen, dann werde ich es mit der Kamera auch einfangen. Also man kann hier schon so richtig die Seele baumen lassen und es sich gut gehen lassen. Und ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Impressionen hier von der AIDA, auch von der Einkaufsstraße, von der Vinothek. Da bin ich eben noch vorbeigekommen, fällt mir gerade ein. Man kann Weinseminare hier buchen. AIDA braut ein eigenes Bier auch an Bord. Es gibt ein Brauhaus, also Braukessel hier quasi, den man reinschauen kann. Sie haben verschiedene Biersorten, auch so ein AIDA eigenes, was sie so typisch dann einfach auch brauen, so ein Spezialbier, Name fällt mir jetzt mal eben gerade nicht ein. Also auch das gibt's, man kann Kochkurse hier belegen.
Sie haben sogar ein Sternerestaurant, das Rossini, das hat sogar einen Stern bekommen und da wird man dann eben auch bedient, da ist keine Selbstbedienung und am Tisch einfach mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Kommt für uns jetzt weniger in Frage. Ich habe mich jetzt nicht erkundigt, ob da es auch ein vegetarisches Angebot gibt, wie in den anderen Restaurants. Wir haben jeden Tag 4 oder 5 Restaurants zur Verfügung, zur Auswahl quasi, wo wir es uns gut gehen lassen können. Und da ist auch immer ein großes vegetarisches und vor allem auch hochköstliches Angebot mit dabei. Also es fehlt einem hier wirklich an nichts. Und ja, da würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Impressionen hier nochmal vom Schiff und natürlich von Kotka. Und morgen werde ich mich dann aus St. Petersburg nochmal melden. Ganz lieben Dank für euer Dabeisein. Eine herzliche Umarmung. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis morgen. Deine, eure Irmgard. Ciao, ciao.